Wenn ich Nancy Faeser sehe, dann freue ich mich irgendwie so, weil ich genau weiß, jetzt wird's unterhaltsam. Dabei ist es so, als würde man einen Unfall sehen. Man kann einfach nicht weggucken. Denn immer wenn es für sie eng oder kritisch wird, dann streitet und leugnet sie einfach die Realität. Und sie zögert nicht mal davor, eiskalt zu lügen. Nein, das stimmt nicht. Aber diesmal habe ich sie volle Kanne beim Lügen erwischt. Und das Beweisvideo habe ich gleich mit eingebaut. Das war ein großer Fehler und da wird sie sich nicht mehr rausreden können. Und deshalb freue ich mich, euch diese Analyse zu zeigen, bei welcher ich die wichtigsten Szenen der Maybrit Illner Show zusammengetragen habe. Los geht's! Mit Flüchtlingen überfüllte Boote warten Schlange vor Lampedusa. Die rechtsnationale Ministerpräsidentin kann nicht halten, was sie versprochen hat, den Zustrom zu stoppen. Europas Zukunft steht auf dem Spiel, wenn wir diese epochale Herausforderung nicht anpacken. Die üblichen Verdächtigen, die italienische Ministerpräsidentin, so müsste es heißen. Aber das geht beim ZDF gar nicht. Da muss es ideologisch geframed sein. Und dann heißt es, die rechtsnationale Ministerpräsidentin kann nicht halten, was sie versprach. Das ist ein richtiger Seitenhieb. Und merkt euch bitte genau diesen Satz. Darauf werden wir nachher auch mal zurückkommen. Bis Ende August wurden hierzulande über 200.000 Erstanträge auf Asyl gestellt. Schon fast so viele wie im gesamten Vorjahr. Viele rechnen mit 300.000 Antragstellern und mehr. Ja, es wird auf jeden Fall immer mehr. Und ein kleiner Funfact, der euch bestimmt interessieren wird. Eine Studie hat ergeben, dass jeder Flüchtling, der zu uns kommt, im Laufe seines Lebens den Sozialstaat 207.000 Euro kostet. Und das war opportunistisch gerechnet. Denn ihr müsst euch mal vorstellen, dass unter den vielen Afrikanern, die zu uns kommen, ein nicht geringer Teil eine HIV- und AIDS-Erkrankung hat. Und das kostet unseren Krankenkassen mehrere hunderttausend Euro. Aber springen wir jetzt auf die nächste interessante Stelle von Nancy Faeser. Denn wir wollen sie heute richtig in die Zange nehmen. Nancy Faeser ist bei uns, die Bundesinnenministerin. Frau Faeser, machen wir es erstmal ganz praktisch. Italien. Werden wir von und aus Italien wieder Flüchtlinge nach Deutschland freiwillig aufnehmen, wie Sie es verhandelt haben? Guten Abend, Frau Illner. Schön, dass ich hier heute hier sein darf. Nein, wir haben gesagt, wir haben einen Mechanismus innerhalb der EU. Wir hatten uns zu einem Solidaritätsmechanismus verabredet. Wir haben schon einige Geflüchtete in der Vergangenheit aus Italien aufgenommen. Aber Italien hält sich nicht an die Dublin-Rückübernahme. Und solange Italien das nicht macht, werden wir auch keine weiteren Geflüchteten aufnehmen. Also wir haben die Interviews ausgesetzt und setzen sie auch so lange aus, bis Italien wieder auch auf uns zukommt und seinen Verpflichtungen nachkommt. Schon hier muss ich mal kurz reingrätschen. Was Nancy Faeser hier sagt, ist nicht fair. Und ich behaupte sogar, dass man versucht, die Regierung von Meloni zu untergraben. Schon am Anfang der Sendung hat sich das offenbart. Die rechtsnationale Ministerpräsidentin kann ihr Versprechen nicht halten. Und wieso kann sie es nicht halten? Weil unsere Migrationspolitik ununterbrochen die Anreize sendet, dass der illegale Weg hierhin belohnt wird. Dadurch wird Italien aufgrund seiner geografischen Lage zum Dreh- und Angelpunkt einer hochfrequentiven Fluchtroute für den Menschenhandel. Und dass Nancy Faeser jetzt plötzlich vom Dublin-Abkommen spricht und somit eine Annahme von Flüchtlingen verweigert will, was ja theoretisch gut ist, zeigt aber ganz bestimmt nicht von einem Gesinnungswandel ihrer Politik, sondern sie versucht damit die italienische Regierung unter Druck zu setzen, dass sie in den nächsten Wahlen ihre Wähler verliert, weil sie ihre Versprechen nicht einhalten konnte, damit endlich wieder eine linke Regierung ans Ruder kommt. Das ist zumindest meine These. Aber kommen wir zurück zu der nächsten Szene, denn jetzt wird es richtig zwischen Jens Spahn und Nancy Faeser knallen. Wir haben eine Situation, wo es einfach auch nicht mehr geht und es Lösungen braucht. Das sind nationale Lösungen, erstmal in einem ersten Schritt. Die Frage sichere Herkunftsstaaten, damit wir schnellere Verfahren haben, Rückführung, Abschiebung, Grenzkontrollen, Sachleistung statt Geldleistung. Kommen und dann der entscheidende Schlüssel liegt natürlich in der Frage EU und Außengrenze. Und da, Frau Ministerin, muss ich einfach sagen, bin ich etwas verwundert, wie ruhig Sie da auch sitzen können. So, jetzt wird's lustig. Also schnallt euch gut an, denn jetzt wird Nancy Faeser alles, was ihr nicht passt, als Lüge polarisieren und nicht hilfreich abstempeln.
was eigentlich nur ein Zeugnis ihrer Unfähigkeit ist, Kritik auszuhalten. Ich meine, wir haben gerade eine Teilzeit-Innenministerin. Sie sind am Samstag wieder in Baunatal. Lassen Sie mich kurz. Sie sind am Samstag in Baunatal mit dem Bundeskanzler auf einer Wahlkampfveranstaltung. Ich würde mir wünschen, Sie wären in Tunesien, um in Tunis über Migrationsabkommen zu reden. Ich würde mir wünschen, Sie sind in Brüssel, um dort die Verhandlungen, die gerade stocken, zusammen zu doch. Ich war schon in Tunesien und habe darüber geredet. Tun Sie nicht so, als wenn ich nichts machen würde dieser Tage. Ich habe doch gerade auch Ihnen zugehört. Ich mache das gerne, aber dann polarisieren Sie doch nicht über solche Fragen. Sie sind gut eingestiegen in der Frage, dass wir was tun müssen. Und dieses Tun machen wir bereits. Wir haben die Asylverfahren beschleunigt. Ich war im Ausland. Ich habe über Migrationsabkommen schon geredet. Und Sie kommen hier mit Sachen und sagen, wir hätten nichts getan und ich würde Wahlkampf lieber machen. Das stimmt doch alles gar nicht. Und ich glaube, das bringt uns in der Sache überhaupt nicht weiter. Wir müssen doch viel mehr darüber reden, wie können wir über Migrationsabkommen legale Fluchtwege schaffen und gleichzeitig dafür sorgen, dass Menschen, die nicht hier bleiben können, wieder zurückgeführt werden können. Frau Ministerin, darum Sie machen ja aktiv das Gegenteil. Sie senden ja das völlig gegenteilige Signal. Sie machen schnellere Einbürgerungen. Wir haben weniger Abschiebungen. Sie haben Aufenthaltstitel geschaffen für diejenigen, die sogar getäuscht haben bei der Identität. Sie erhöhen das Bürgergeld. Ja, Nancy, ist okay. Und wieder grätsche ich mal kurz rein. Das, was Herr Spahn sagt, es stimmt. Nancy Faeser macht in solchen Momenten, was sie immer macht. Sie schüttelt mit dem Kopf und sagt dann, nein, das stimmt nicht. Aber es stimmt. Hier zum Beispiel hat sie ein Gesetz namens Racial Profiling durchgesetzt. Das soll die Polizei daran hindern, Kontrollen nach dem Aussehen durchzuführen. Und das nimmt absurd viel Zeit an den Grenzkontrollen in Anspruch. Weil eine solche Kontrolle muss danach quittiert werden. Und dieser bürokratische Aufwand kostet einen Polizisten dann eine weitere Stunde. Oder das Chancenaufenthaltsgesetz. Kurz gesagt, damit sollen die Menschen, die nicht berechtigt sind, hier zu bleiben, trotzdem die Chance bekommen, hier zu bleiben. Versteht ihr den Sinn dahinter, wenn man davon spricht, die Migration einzudämmen? Aber weiter geht's. Ja, Sozialdemokraten im Europäischen Parlament, die grünen Abgeordneten im Europäischen Parlament arbeiten aktiv gegen diese Einigung. Das mag ja sein, das feiern Sie als historischen Erfolg, das ist ja, das muss man anerkennen, im Innenministerrat. Aber dadurch ist das Problem noch nicht gelöst. Es ist 16 Jahre lang nicht erfolgt. Wir brauchen eine Lösung, die einen Unterschied macht. Und dafür bräuchte es eine Einigung mit dem Europäischen Parlament. Es sind Sozialdemokraten und Grüne im Europäischen Parlament, die ihren Erfolg gerade wieder in Frage stellen. Und das Problem ist, ich würde mir einfach wünschen, dass Tag und Nacht, können Sie sagen, haben wir früher nicht gemacht, okay, Sie sind jetzt im Amt, Tag und Nacht daran gearbeitet wird, dass es in Brüssel endlich diese Entscheidung gibt. Wir brauchen eine Lösung, weil sonst die politische Landschaft eine völlig andere werden wird. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob alle merken, was los ist in diesem Land. Wir merken es geht das und nicht deswegen mehr handeln wir gut. auch. Und ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie das politische Klima nicht anheizen, sondern anderen diesen Lösungen mitarbeiten. Herr Spahn, ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie nicht das politische Klima anheizen. Frau Nancy Faeser, was soll er denn Ihrer Meinung nach machen? Soll er wie die öffentlich-rechtlichen Medien im Interesse Ihrer Politik die Fakten verdrehen und alles schönreden? Die Wahrheit auszusprechen, das ist kein Anheizen, es ist auch nicht polarisieren. Es ist einfach die Realität. Nächste Szene. Immer was ja, aber dann nicht sagen Sie uns doch, wie es geht. Wir haben, also das stimmt doch ich will nicht. Nur eins sagen, zwei Wege, übrigens die wir sehr bereit haben. Sind, um das auch noch mal zu sagen. Hier ist in die der Frage, Demokratie. Die hat Frau Kadar jetzt schon mal gestellt. Wir haben morgen früh eine Debatte im Deutschen Bundestag, wo wir dem Bundeskanzler der Bundesregierung einen Deutschlandpakt in dieser Frage anbieten. Weil, Anfang der 90er Jahre einen Asylkompromiss der damaligen Regierung mit der damaligen oppositionellen SPD, das Grundgesetz zu ändern. Es hat in der Sache einen Unterschied gemacht. Die Zahlen sind zurückgegangen und die politische Landschaft war befriedigt. Wir sind bereit zu einer solchen gemeinsamen Entscheidung in der demokratischen Mitte. Weil das ist das Beste, um die Populisten von links und rechts und den Radikalen das Wasser abzugraben. Da müssen wir halt nur mal darüber reden, was geht. National sichere Herkunftsstaaten ausweiten. Tun sich die Grünen sehr schwer, wenn es etwa von Georgien, Moldau, Maghreb-Staaten, Indien. Thema Grenzkontrollen ausweiten, Schweiz, Polen. Tschechien. Thema Sachleistung statt Geldleistung, Thema schnellere Rückführung. Können wir national nächste Woche in Gesetze alle beschließen, wir sind bereit dazu. Europäisch unterstützen wir Sie, europäisch unterstützen wir Sie aktiv und das tun unsere Kollegen im Europaparlament. Die unterstützen Sie nämlich. Nein, das stimmt. Unsere, ich habe heute Kollegen in einer Pressemitteilung von einer Ihrer Abgeordneten ja, das Gegenteil lesen müssen. Nee, leider. Haben Sie nicht lesen müssen. Das EU-Parlament sagt ja nur eins. Wenn, dann wollen wir alle Rechtsakte gleichzeitig diskutieren und die Bundesregierung blockiert die Krisenverordnung, wo es darum geht,
geht, wir dass man in einer Notsituation eben auch die Standards mal senken kann. Egal, nichts. Ich will Ihnen nur sagen, wir sind bereit mitzumachen, auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene. Ja, aber wir brauchen ein gemeinsames Verständnis. Und da bin ich mir nicht sicher, ob es das innerhalb der Bundesregierung gibt. Wir sind an der Grenze dessen, was geht. Und diese Zahlen müssen deutlich, sehr deutlich in sehr kurzer Zeit runter. Das Und wir werden dafür gesagt. Auch an der EU-Außengrenze Maßnahmen machen müssen, bis hin zum Zurückbringen von Schiffen an die nordafrikanische Küste, Maßnahmen machen müssen, die wir bis jetzt höchstens diskutiert haben. Sonst werden wir diesen Unterschied nicht machen. Wir sind bereit, mit Ihnen diesen Weg zu gehen, weil wir müssen das Problem lösen. Spannend, dann freue ich mich, dass Sie die ausgestreckte Hand des Kanzlers, der hat nämlich mit seinem Deutschlandpakt den ersten Schritt auf Sie zugemacht, auch zu der Reduzierung der irregulären Migration. Ich freue mich, wenn Sie morgen diese Hand aufnehmen. Vielen Dank. Also ich empfand diesen Deutschlandpakt eher als eine Form der Verzweiflung. Einer zerstrittenen Koalition, die trotzdem noch irgendwie versucht, in ihrer desaströsen Politik Mehrheiten zu gewinnen. Wie auch immer. Aber ich denke, es geht von euch vielen wie mir. Manchmal glaubt man doch immer wieder diesen windigen Bundespolitikern, weil sie überzeugend sind. Und am Ende war es doch nur wieder eine Täuschung. Deshalb ist das Beste, man fragt die kommunalen Politiker. Und das haben sie in dieser Sendung auch gemacht. Schaut es euch an. Das Problem entsteht dadurch, dass die Menschen sehr deutlich spüren, dass wir eben diesen Kipppunkt der Integration überschritten haben. Diese Menschen werden auf Dauer weder Arbeit finden, noch Wohnung finden, noch irgendwas. Sie werden am Rande der Gesellschaft, wie hier auf einem Parkplatz, dann ihr Leben fristen müssen. Kitas haben keine Plätze mehr. Wohnraum ist sowieso knapp. Und viele Turnhallen sind belegt. Ich halte die Flüchtlingspolitik für verfehlt. Sie ist nicht nachhaltig. Sie zeigt keine Perspektive auf Veränderung oder Einsicht dieser sehr, sehr angespannten Situation vor Ort. Und das darf so nicht weitergehen. Ich verstehe grundsätzlich die Sorgen, aber wir müssen uns da ganz ehrlich machen. Unmenschliche Verhältnisse, vollkommen unwürdige und nicht haltbare Zustände haben wir jetzt. Und diese Zustände, die können wir nicht mehr lange dulden, nicht mehr lange auch politisch ertragen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr, sehr überrascht bin, dass so ein ehrliches Material in den öffentlich-rechtlichen Medien ausgestrahlt wurde. Aber wie wird wohl Nancy Faeser darauf reagieren? Als allererstes, Frau Faeser, ob es erst so weit kommen musste, dass selbst Leute wie Frau Kruse, muss man ja sagen, an ihre Grenzen kommen. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich habe 30 Jahre lang Kommunalpolitik gemacht. Ich weiß, wie das ist, wenn man vorne dran steht. Ja, und die Kommunen trifft es am härtesten dieser Tage. Deswegen ist es eine gesamtstaatliche Aufgabe, die eben Länder und Bund auch sehr stark wahrnehmen müssen. Wir haben jetzt in den letzten Jahren, letztes Jahr und dieses Jahr auch 15 Milliarden insgesamt dafür zur Verfügung gestellt als Bundesregierung. Das ist eine Menge Geld, aber ich will es noch mal einordnen. Wir sind in einer Phase, gerade letztes Jahr, Okay, wir sehen schon, sie labert nur und will uns auch noch erklären, wie viel sie geleistet hat. Die Politiker sind wie Verkäufer auf der Titanic. Das Schiff sinkt und trotzdem verkaufen sie währenddessen noch die Tickets für das nächste Mal. Aber schauen wir weiter. Der furchtbare Angriffskrieg Putins in der Ukraine hat dafür geführt, dass wir über eine Million Geflüchtete Ukrainerinnen und Ukrainer haben. Also eigentlich 1,2 Millionen Menschen sind. Genau, es sind 1,2 Millionen. Also wir reden von wesentlich höheren Zahlen, auch als damals. Und das müssen wir ja auch zugrunde legen. Ich finde, die Diskussion ist ja gerade so ein bisschen schief. Wir reden nur über die Geflüchteten aus Drittstaaten, nicht aus der Ukraine. Aber das gehört ja auch zu einer ehrlichen Debatte. Mir fällt sofort noch was ein, Frau Faeser, weil wir ja auch zur Kenntnis nehmen, dass mit herzlichem Dankeschön an Herrn Putin in Anführungsstrichen sehr viel jetzt über Belarus kommen. Ja, genau. Lukaschenko winkt im Grunde genommen die Asylbewerber weiter. Genau. Das sind Destabilisierungsversuche von fremden Staaten auf uns, sodass der Druck enorm gestiegen ist und deswegen haben wir gehandelt. Wünschen sich aber alle Länder des Ostens, und zwar des Osten Deutschlands, dass sie Grenzkontrollen verschärfen, dass da endlich Menschen Mann und Maus hinkommen? Das ist ja auch etwas, was man mit einer Symbolik mal bearbeiten muss. Ja, Vorsicht. Also wir haben die Grenzkontrollen verstärkt. Vorsicht. Und jetzt sagt sie auch noch wirklich, sie hätte die Grenzkontrollen verschärft. Das ist wirklich eine Bankrotterklärung ihrer Glaubwürdigkeit. Hört es euch bitte noch mal ganz genau an. Wünschen sich aber alle Länder des Ostens, und zwar des Osten Deutschlands, dass sie Grenzkontrollen verschärfen, dass da endlich Menschen Mann und Maus hinkommen? Das ist ja auch etwas, was man mit einer Symbolik
mal bearbeiten muss? Ja, Vorsicht. Also wir haben die Grenzkontrollen verstärkt, machen sehr viel mehr Schleierfahndung. Ich habe mehrere Hundertschaften der Bundespolizei dorthin geschickt, um genau das zu tun, auch unsere Grenzen zu stärken. Ja, das wissen auch die entsprechenden Innenminister. Die waren mit mir bei den polnischen Innenminister auf polnischer Seite, mit den Tschechen auf tschechischer Seite. Wir haben sogar gemeinsame Pressekonferenzen dort gegeben. Also wir handeln ja, aber man darf den Menschen nicht suggerieren, dass es diese einfachen Lösungen gibt. Dafür werbe ich immer. Es wird suggeriert, dass wenn stationäre Grenzkontrollen stattfinden, dass Menschen, wenn sie an der Grenze sagen, Asyl nicht reinkämen. Das stimmt nicht. Aber das geht auch nicht mit dem der Schleierfahndung, die Sie präferieren. Aber an vielen Orten gleichzeitig kontrollieren. Also, auch wenn sie glaubwürdige Grimassen verzieht, die ihr Gesicht wirklich nicht gut aussehen lassen, hat sie entweder selbst keine Ahnung oder sie glaubt, wir hätten keine Ahnung. Sie behauptet, dass eine Schleierfahndung irgendetwas damit zu tun hätte, die Grenzen zu verstärken. Hat es aber nicht, es stimmt einfach nicht. Doch glaubt nicht mir. Fragen wir lieber jemanden, der es wissen muss. Rainer Wendt, Bundesvorsitzender der Deutschen Polizeigewerkschaft. Dieser Mann hat in seiner 25-jährigen Polizeiarbeit im Schichtdienst und als Hauptkommissar das nötige Know-how, um uns diese Frage zu beantworten. Merkt euch genau, was er jetzt, was ich euch zeige, sagen wird. Denn es lässt das Lügengebilde von Nancy Faeser in sich zusammenbrechen. Guten Grund, nach Deutschland zu fliehen. Ja, aber wenn man dort hinkommt, wird man von der Bundespolizei aufgegriffen. Übrigens entgegen den Aussagen, die aus der Politik kommen, stehen da keine langen Schlangen an der Grenze. Da stehen ganz, ganz clevere Leute, die Bayerische Grenzpolizei und die Bundespolizei. Die wissen schon, wen sie zu kontrollieren haben. Und dann weisen die Menschen zurück, in einem Jahr über 14.000 immerhin, an anderen Grenzen reisen die einfach ein, und zwar illegal, und sind dann hier bei uns in Deutschland, obwohl sie gar nicht hergehören. Und das hat der zweite Vorteil, der an diesen stationären Grenzkontrollen da ist. Wir wissen, wer in unser Land kommt. Und das wissen wir an den anderen Grenzen nicht. Und das müssen wir allerdings dringend wissen. Viele sagen ja immer, die Bundespolizei könnte das gar nicht an der Grenze. Das ist purer Unfug. Die Bundespolizei ist ja schon längst da mit starken Kräften und macht dort Schleierfahndung. Aber die Schleierfahndung ist deshalb unwirksam, weil die Menschen dann ins Land schon längst eingereist sind, wenn sie angetroffen werden und eben nicht an der Grenze zurückgewiesen werden können. Dann darf die Bundespolizei sie nicht mehr zurückweisen, wenn diese Grenzen nicht notifiziert sind, so nennt man das. Das heißt, bei der Europäischen Kommission angemeldet als stationäre Grenzkontrollen. Nur dann hat die Bundespolizei die rechtliche Möglichkeit, die Menschen wieder zurückzuweisen, und genau die brauchen wir. Merkwürdig, wenn es nach Nancy Faeser geht, dann stimmt das nicht. Und daran erkennt man das typische chronische Muster von ihr. Immer wenn etwas nicht zu ihrer Politik passt, ist es rechtsradikal, es ist eine Lüge oder billige Polarisierung. Dabei sagt uns doch die Logik schon, dass wir in unseren Grenzen abweisen können. Genau deshalb wurde das Dublin-Abkommen konzipiert, damit es keinen Schengen-Tourismus für Migranten gibt, die sich ihr Wunschland aussuchen. Aber es kommt noch besser. Jetzt wird Nancy Faeser behaupten, dass das DGP ausgesprochen Deutsche Polizeigewerkschaft darin eingestimmt hat, dass Grenzkontrollen keinen Sinn ergeben, obwohl ich euch gerade den Präsidenten des Verbandes gezeigt hatte. Hört jetzt bitte genau zu, damit diese Lüge wirklich jedem klar wird. Aber einmal ausführen darf. Es wird suggeriert, dass wenn stationäre Grenzkontrollen stattfinden, dass Menschen, wenn sie an der Grenze sagen, Asyl nicht reinkämen. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Aber das geht auch nicht mit dem der Schleierfahndung, die Sie präferieren. An vielen Orten gleichzeitig kontrollieren. Nein. Da können Sie Asyl beantragen. Das läuft auch nicht. Nein. Also die Zurückweisung hilft doch nur kurzfristig, Herr Spahn. Und ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das auch mal akzeptieren würden. Jetzt wird sie lügen und ihre Argumentation ist einfach nur scheiße. Das sagt übrigens auch die GdP sehr stark, die Gewerkschaft der Polizei. Die Zurückweisung geht ja nur so lange, keiner Asyl sagt. Und wenn Sie Asyl sagen, kommen Sie rein. Das ist ja die Rechtslage. Sie machen den Menschen im Moment vor, dass es anders wäre mit stationären Grenzkontrollen. Aber ich wehre mich nicht. Im ZDF oder in der ARD, ich weiß es gar nicht, zu Recht gesagt, dass die Grenzkontrollen zu Bayern Sie ja zweimal verlängert haben. Genau. Und dass das
das gut gewesen wäre. Jetzt verstehe ich eins nicht. Wenn Sie gestern Abend selbst gesagt haben, dass die Grenzkontrollen in Bayern gut sind, warum sind Sie in Sachsen, wo wir doppelt so viel unerlaubte Einreisen haben wie in Bayern, nicht gut? An der Grenze kann man nicht jeden zurückweisen, das stimmt. Aber es gibt 3, 4 Gruppen von Menschen dort, die kann man zurückweisen. Das passiert auch. Ist das die alleinige Lösung? Nein, das behauptet auch niemand. Weil wir werden eine ganze Reihe von unterschiedlichen Maßnahmen brauchen, die jede für sich einen Unterschied macht, um am Ende insgesamt die Zahlen runterbringen zu können und vor allem, um auch die Botschaft senden zu können, dass das eben so nicht weitergeht. Also deswegen machen wir das. Das hat ja einen Grund, warum alle am Ende eben auch nach Deutschland wollen, die in Europa ankommen. Darf ich ganz kurz noch beantworten? Deswegen machen wir ja verschiedene Maßnahmen. Ja, ich habe die Grenzkontrollen zu Österreich angeordnet, weil es ich habe sie angeordnet bei G7, Herr Spahn. Ich weiß schon, wann ich Grenzkontrollen angeordnet habe und wann nicht. Und Notification, darum bitten jetzt alle Ostländer. Genau, die Notification, Frage. Eigentlich sollen wir keine Binnengrenzkontrollen machen. Das ist contra legem der EU. Und ich möchte noch mal sagen, für die Menschen im Alltag würde das auch erhebliche Beeinträchtigungen bedeuten, was es auch, ne? für Pflegekräfte, so Handwerker bedeutet, wenn sie hinherkommen. Ich möchte noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir eine geografisch andere Grenze Österreich-Deutschland haben mit sehr vielen Bergen, wenigen Stellen, wo Sie stationäre Grenzkontrollen gut durchführen können. Das können Sie an den grünen Grenzen Tschechien und Polen gerade nicht. Deswegen dort lieber die Schleierfahndung, weil sie mehr bringt. Das ist wieder eine Lüge. Die Bundespolizei könnte innerhalb von 28 Stunden deutschlandweit die Grenzen kontrollieren. Schade, schade, dass Nancy Faeser nicht zurücktreten musste. Denn sie schadet wirklich mit jedem Atemzug in der Öffentlichkeit dem Ansehen der SPD. Aber jetzt kommt noch mal eine richtig gute Szene mit Herrn Spahn. Da wird die Realitätsverweigerung der Grünen und der SPD noch mal richtig prominent bewusst gemacht. Wahrscheinlich sehr gut integrieren lassen. Wir haben die Erfahrung ja mit den ersten Syrern und Syrern gemacht, die 2015 gekommen sind. Denn das, was ich gerade sagen wollte, ist ja, wir sprechen über Einwanderung und gleichzeitig haben wir einen eklatanten Fachkräftemangel, Arbeitskräftemangel, eklatant. Und das muss ja zueinander in ein Gewicht gebracht werden. Und das tut es nicht, wenn wir die Debatte einseitig nur darüber führen, wie wir am besten abschotten können. Ich bin jetzt etwas sprachlos, ehrlich gesagt, weil ich den Eindruck habe, es ist noch nicht immer ganz angekommen bei allen, was gerade los ist im Land. Und Sie bringen jetzt Einwanderung und Asyl und irreguläre Migration völlig durcheinander. Wir sind ja aktuell kein Einwanderungsland im eigentlichen Sinne, das vernünftig steuert, welche qualifizierten Fachkräfte in den Arbeitsmarkt kommen. Wir sind nicht besonders, Frau Faeser. Ja, der Arbeitsminister Heil hat mir zusammen ein Fachkräftezuwanderungsgesetz vorgestellt, das er als die größte Errungenschaft bezeichnet hat. Den Streit brauchen wir jetzt auch gar nicht führen. Wir sind ja für diese Fachkräfte gar nicht attraktiv. Die Pflegekräfte gehen woanders hin, weil sie woanders weniger Steuern zahlen. Unser eigentliches Problem ist doch ein anderes. Wir sind Einreiseland. Die Leute kommen und bleiben, egal wie ihr Rechtsstatus ist, und haben ab dem ersten Tag Anspruch auf entsprechende Leistung. Und wenn wir nicht miteinander verstehen, dass das nicht mehr sehr lange gut geht, weil unsere ganze Gesellschaft, unsere sozialen Sicherungssysteme, das ganze System, in dem wir leben, nicht funktionieren kann, in seiner Logik, wenn jeder, der einfach nur das Land betritt und bleibt, im Grunde genauso Ansprüche hat an sozialer Unterstützung, an all den anderen Fragen, als wäre er schon immer hier gewesen, dann wird das nicht mehr sehr, sehr lange funktionieren. Und es reicht auch nicht, wenn die Verfahren im Ausländeramt schneller sind. Kitas, Schulen, damit wir den überhaupt eine Chance geben können, müssen die Deutsch lernen. Wer soll es ihnen denn? Sind Sie denn mal jüngst in einer Kita gewesen? Da lacht die Faeser. Was gibt's in diesem Moment bitte zu lachen? Nicht mehr da. Die können alle nicht mehr, weil die sagen, wir sind an der Grenze dessen, was geht. Der Wohnungsmarkt kann nichts mehr. Es werden keine 400.000. Aber das sind doch Probleme, die in den Ländern erledigt werden müssen. Ich verstehe. Wir sind bereit, und ich sage es noch einmal, wir sind bereit, mit Ihnen diese Probleme zu lösen. Aber es hat eine Voraussetzung. Dann nehmen Sie die Hand des Kanzlers an. Die Hand des Kanzlers ist eher die Hand eines Ertrinkenden, habe ich gerade so den Eindruck. Genau das ist doch das Problem. Weil ja schon in der Ampel, Frau Faeser, weil in der Konsens nicht haben, das haben wir doch gerade gehört. Ich bin etwas sprachlos, Frau Kador. Die wollen es nicht verstehen. Und dann sagt Nancy Faeser auch noch, lass uns sachlich darüber reden. Es gibt doch wohl kaum etwas Sachlicheres, als wenn man über nackte Zahlen spricht. Einwanderung in die Sozialsysteme, steigende Rentenkosten, eine Wirtschaft in der Rezession, Wohnungs- und Kitamangel, Flüchtlinge in Containerlager zusammengezwerscht. Was brauchen die eigentlich noch? Können die das erst erkennen, wenn Deutschland wirtschaftlich völlig zusammengebrochen ist und Rentner mit Flüchtlingen und den Schwachen zusammen auf der Straße leben? Na gut, soweit wird es hoffentlich nicht kommen. Aber wir werden absteigen.
Und irgendwann werden wir so überfordert sein, dass ein Großteil unserer Ressourcen in die Sozialsysteme fließen muss. Und das heißt, wir haben keine Investitionen für Forschung, Infrastruktur, Entwicklung und Bildung. Dadurch werden uns andere Länder überholen. Wir werden nicht mehr wettbewerbsfähig sein können. Und schließlich werden wir auch ganz abgehängt. Unsere Infrastruktur wird marode und Deutschland wird irgendwann nur noch auf Platz 50 liegen. Und die Menschen, die Geld haben, die werden auswandern. Und dann ist noch weniger da, um zu verteilen. Wenn das unser politisches Ziel ist, chapeau, dann sind wir auf dem besten Weg dahin. Das war's mal wieder mit Jack Marlon. Ich hoffe, euch hat der Content gefallen. Falls ja, teilt das Video, Abo dalassen, Daumen hoch. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao.